Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead Space, dem Klassiker unter den Horrorspielen. Ich musste jetzt schnell mal, noch was auf dem Handy, die Uhr mir angucken. Moment. Gut. Ich habe jetzt die Uhr on the top. Dann gehen wir mal auf Spiel fortsetzen. Und wir wollen mal sehen, ob ich noch gut bin. Weil es ist jetzt schon über eine Woche her, dass ich Dead Space gespielt habe. So. Alter, wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Okay. Noch irgendwas hier? Ein bisschen Geld. Gut. Ich muss hier mich... So. Kann man einen Safe-Punkt setzen, wieso nicht? Dum dum. Ah, da ist ja noch ein Raum. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Okay, das ist schon mal was Positives, was du so hörst. Haben wenigstens versucht, etwas zu machen, aber wir wollen jetzt erstmal im Shop was gucken. Wir haben wieder 15.000 Credits. Munition, Impuls. Jut. Mehr wollte ich jetzt nicht machen. Kleine Concentration. Müssen wir eigentlich dauern? Ja. Nein.
Herrentoilette. Was zum Henker ist hier los? Es ist Dennis Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen. Oh Gott, ist er tot? Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ba, um es zu downloaden. Gehen wir erstmal zum Shop zurück. Dann saven wir mal. Und ab geht die Post. Textlog. Habe ich keinen Bock, mir das durchzulesen. Haben wir eigentlich Energieknoten? Ja, ein. Das ist ja mal was Schönes. Hier bräuchten wir viel zu viel. Reichweite. Kapazität. Ein bisschen Telekinese. Warning, out with this, blah. Wie gut die Paras hier. Muss ja lang gut. Gut. Jetzt wollen sie aber wissen, oder? Unterziehen. Ja, aber richtig. Tanksequenz aktiviert.
Ich will aber hier noch ein bisschen. Oh, Medipack. Ich muss runter. So. Oh, da liegt was. Da auch nee. Danger, Heart, Hand, Herzung. What the fuck? Audiolog. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Tampa. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekracht und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Oh. Okay. Fuck you, Hurenkind. Gut. Oh, da liegt was. Sequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert eins. Danke. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen.
Ich sollte mein Inventar irgendwann mal... What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck?